Wir haben gerade schon gehört, die Musik spielt in der Produktion. Und das intelligente Unternehmen möchte natürlich Massendaten nutzen, um die eigene Produktion noch besser zu verstehen und zu justieren und damit auch die Kundenbedürfnisse noch besser zu befriedigen. Das ist eine der großen Herausforderungen der nahen Zukunft. Die Schlagwörter lauten wahlweise IoT, Internet der Dinge oder Industrie 4.0. Viele Unternehmen wollen auf diesen Zug aufspringen, sie wissen nur nicht, wie. Wir haben gerade eben von Herrn Benisch schon gehört, die ersten Ideen sind da, manchmal auch schon die ersten Enttäuschungen. Und doch stellen sich viele die Frage, wie sollen sie das Thema konkret angehen? Der Kollege, den ich gleich hier auf der Bühne begrüßen darf, der beschäftigt sich schon sehr, sehr, sehr lange mit dem Thema. Ich habe in der Vorbereitung mit ihm gesprochen und er hat mir gesagt, er hat keine Lust, einen dieser generalistischen Vorträge zu halten, dass IoT ein wichtiges Thema ist. Dass IoT ein Thema ist, das ist inzwischen jedem klar. Nur wie er mit dem Thema umgeht, das ist die große Frage. Und genau da möchte er hin, um zu zeigen, wie können wir mit dem Thema umgehen. Stylianos Tiotelis beschäftigt sich, wie gesagt, seit vielen Jahren mit dem Thema und vor allen Dingen auch mit der Nutzung der Technologie im Industrieprozess. Heute vertritt er als Business Lead das Thema IoT bei uns im Haus bei der T-Con. Und so möchte ich gerne Stylianos auf die Bühne bitten. Viel Spaß bei seinem Vortrag. Ich fange gerne schon zu reden, weil ich so viel heute Ihnen erzählen möchte. Heute habe ich die große Ehre, eines der aktuellsten Themen bei uns Ihnen vorzustellen. Das Thema ist IoT und ist natürlich keine leichte Aufgabe für mich, aber gleich eine sehr spannende Aufgabe, die ich gerne übernehme. Weil IoT bildet heute einen der spannendsten Bereiche, technologischen Bereiche in der Produktionstechnik ab. Und ich fange provokativ an erstmal. Sie blicken jetzt auf eine verwirrende, sage ich mal, Anbieterlandschaft im Bereich IoT. Die Dynamik ist da, es wird heftig investiert, Sie merken schon, es gibt um die 600 IoT-Plattformen auf der Welt gerade. Siemens investiert, hat bereits um die 10 Milliarden Euro in MindSphere investiert. Das ist nicht ohne. Gleich können wir aber über eine folgliche Durchsetzung von IoT in der Fertigung nicht reden. Und es gibt viele Gründe davor. Eins davon ist, dass genau diese Anbieterlandschaft sehr verwirrend ist. Gleichzeitig sind Sie aber als IT-Leiter, als Produktionsleiter in produzierenden Unternehmen mit vielen Fragen konfrontiert. Was ist IoT? Wie fange ich damit an? Lohnt sich das überhaupt? Kann ich erwarten, dass eine ROI am Endeffekt entsteht? An welcher Stelle meiner Produktion soll ich überhaupt starten? Genau deswegen sind wir da. Wir haben uns mehrere Jahre damit beschäftigt und wollen jetzt einen methodischen Ansatz Ihnen vorstellen, wie Sie genau das Thema angehen sollten. Die erste Frage, die Sie beantworten müssen, ist, entsteht am Endeffekt in meiner Organisation Business Value für so etwas? Die Grundlage meines Vortrags ist folgende. IoT ist eine Technologie und als Technologie ist kein Selbstzweck. Sie müssen erstmal nach innen blicken, Sie müssen erstmal Business Value definieren können, Geschäftsziele identifizieren, insofern möglich gleich quantifizieren können, bevor Sie überhaupt nach Lösungsansätzen für solche Themen aussuchen und implementieren. Wie geht man voran, um solche Geschäftsziele im Bereich IoT überhaupt zu finden, zu identifizieren? Es gibt zwei Hauptwege. Erstmal, ich kann nach außen mich orientieren. Das machen viele letztens. Ist sehr spannend auch. Ich fange an mit den Produkten. Ich produziere, irgendwie vernetze meine Produkte oder starte die mit Intelligenz aus. Somit sind sie intelligenter, sind sie besser, sind sie fähiger. Ich hoffe, dass ich damit mein Wachstum unterstützen darf. Die Produkte werden wettbewerbsfähiger. Es gibt aber andere Synergien, die ich gleichzeitig verfolgen darf. Ich erzeuge mit meinen Produkten Daten. Diese Daten ermöglichen mich, gleich neue Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu deployen. Aber gleichzeitig die Daten bieten Erkenntnisse, wie die Kunden ticken. Das heißt, ich schärfe somit meine Beziehung mit dem Kunden. Das sind alle sehr spannende Themen, das Potenzial ist da. Viele Unternehmen verfolgen das. Ist aber auch gleich sehr riskant, weil so eine Transparenz nach außen impliziert, dass ich meine Hausaufgaben in Richtung innen richtig gemacht habe. Bevor ich nach außen mit neuen Angeboten und digitalen Modellen gehe,
Ich muss sicherstellen, dass ich innen in meinem Shopfloor als produzierender Unternehmer richtig aufgeräumt habe. Und genau an der Stelle reden wir über OPEX senken, über Kosten senken. Und genau an der Stelle sind wir TIC und die Experten mit tiefem Prozess-Know-how und technologischem Know-how, die Ihnen helfen, Ihre Produktionsstätte so rational aufzustellen, so rational zu betreiben, dass Sie dann zukunftsbereit sind. Und was können wir da alles leisten? Was können wir da alles tun? Wir reden natürlich, wenn wir über Kostensenkung reden, gleich reden wir über Effizienzsteigerung. IoT hilft Ihnen dabei, Ihre Maschinen besser zu steuern, Ihre Maschinen in Echtzeit besser zu verstehen, sage ich mal, und somit auf Verschwendungen rechtzeitig reagieren zu können. Die Synergien sind natürlich da. IoT ist ein datenbetriebenes Thema. Das heißt, Daten müssen überall zugänglich sein, überall erreichbar sein. Und auf dem Weg, um erstmal Effizienz zu steigern, erreiche ich irgendwann den Endziel, ein datenbetriebenes Unternehmenskultur zu etablieren. Wenn Daten überall da sind, ist jeder Mitarbeiter von Ihnen befähigt, ermöglicht, datenbetriebene, rationale Entscheidungen in seinen Alltag zu treffen. Und das ist Endziel für uns und sollte auch Endziel für Sie sein. In den folgenden Minuten will ich die Grundlage erstmal für IoT schaffen. Was heißt IoT als methodische Vorgehensweise für uns, bevor ich dann unsere Lösung in Form einer Plattform Ihnen vorstelle. Konkrete und spannende wird dann mit der Apps. Wir haben bereits viele Use Cases implementiert und die Ergebnisse dieser Arbeit will ich gerne heute vorstellen. Und am Ende gibt es eine kurze Zusammenfassung plus unsere Learnings aus diesem Prozess. Die Basis. Sie erleben das auch in IoT-Projekten. Ich glaube, viele von Ihnen haben bereits der ein oder andere Proof of Concept erlebt. Wenn man über IoT in einem Werk reden will, dann gibt es dieses fünfstufige Phasenmodell. Daten müssen gesammelt werden. Wenn die Datenquellen nicht existieren, die müssen dann erzeugt, implementiert werden. Wir reden jetzt über eine Datenerfassung. Die Daten, die daraus resultieren, müssen natürlich dann auch gleich verwaltet werden. Datenspeicherung und Kommunikationstechnik gehört dazu. Da helfen wir bei. Nächster Schritt, die Daten müssen leicht zugänglich werden. Das heißt, jeder von Ihnen sollte in der Lage sein, auf eine erste Ebene die Daten visualisieren zu lassen. Und nicht nur das, aber auch einfache statistische Verfahren drauf laufen zu lassen. Somit bekommen Sie einen ersten visuellen Hinweis, wohin es gehen kann. Aber wo es wirklich spannend wird mit IoT, ist, insofern Sie die Daten ausnutzen, um reaktionsfähiger zu werden. Das heißt, Sie können in Echtzeit verstehen, was in Ihrem Shopfloor los ist und dementsprechend auch reagieren zu können. Weiter darüber hinaus, vorausschauend zu blicken auf die Zukunft, um alles vorbeugend planen zu können. Nichts kann auf Ihnen zukommen, worauf Sie nicht schon vorbereitet sind. Viele von Ihnen sind hier. Das heißt, Sie sammeln bereits Daten aus Ihren Maschinen, bereiten die auch vor. Viele von Ihnen betreiben auch die ersten Analysen von solchen, sage ich mal, Shopfloor-Daten. Wo ich hoffe, alle hinwollen, ist natürlich hier. Sie wollen vorbeugend die Zukunft analysieren und dementsprechend planen können. Genau diese drei Stellen des Prozesses haben wir in unserer methodischen Vorgehensweise betrachtet. Und wir haben unseren Ansatz entwickelt. Unser Ansatz redet über Onboarding von Maschinen. Hier sorgen wir, dass Datenerfassung und Datenverwaltung kein Thema für Sie ist mehr. Wir sorgen, dass die Daten vernünftig aus Ihren Maschinen geholt werden und vernünftig zur Verfügung Ihnen und Ihren Mitarbeitern stehen. Kern des Prozesses bei uns, unser Alleinstellungsmerkmal und gleich unser Innovationsbeitrag. Wir verknüpfen Maschinendaten, IoT-Daten, die entweder Sensormesswerten sind, Einstellparameter von Maschinen, Umgebungssensormesswerten und so weiter und so fort, mit ihren Geschäftszielen. Wir verknüpfen zwei bisher getrennte Welten. Auf einmal Ihre Maschinen mit IoT-Daten, auf der anderen Seite Ihr S4HANA-System und Ihre Business-Prozesse mit Kundendaten, mit Auftragsdaten, mit Sales-Daten. Die beiden Welten waren bisher eher getrennt betrachtet. Unsere methodische Vorgehensweise spricht von einer automatischen Zusammenhang, automatische Korrelationsanalyse zwischen IoT-Daten und Auftragsdaten. Das heißt, jedes Produkt, das Ihre Shopfloor verlässt, hat
in ihrem System nun, in ihrem IT-System, die passende IoT-Datensätze, die während der Produktion des Produktes von den Maschinen erzeugt sind, zusammengehängt. Auf der Datenbasis sind wir dann in der Lage, intelligente Apps gemeinsam mit Ihnen auf Basis von gemeinsam definierten Use Cases zu entwickeln und zu deployen. Jetzt geht es weiter mit der Plattform. Wir haben eine IT-Landschaft entwickelt und bereits auch implementiert bei einem Kunden, was uns genau diese methodische Vorgehensweise ermöglicht zu implementieren. Wie sieht das aus? Die Plattform heißt erstmal Smart IoT-Plattform. Und ich komme später, warum wir den Begriff Smart gewählt haben. Smart IoT ist modular aufgebaut, ist eine cloudfähige Plattform, skalierbar und flexibler, sage ich mal, hostbar. Kann beliebig implementiert, angepasst und deployed werden. Besteht aus folgenden Komponenten. Auf der tiefsten Ebene der CAD Connector. Der CAD Connector ist unser Datenerfassungsansatz. Wir verknüpfen die Maschinen, wir sammeln die Daten, wir routen die Daten beliebig, sodass wir als IoT-Plattform, aber auch Tikkun-übergreifend alle Tikkun-Produkte an die Datenströme, die aus den Maschinen stammen, sich abonnieren können. Gleichzeitig ihre bereitstehende IT-Infrastruktur kann an den gleichen Datenströme auch abonnieren. CAD Connector ist letztendlich ein werkübergreifendes und Tikkun-übergreifendes Datenerfassungsansatz. In Mitte des Ganzen, unsere Innovation, der IoT Connector. Der IoT Connector macht nichts anderes, als alle unterschiedlichen Quellen, die in der Plattform angeschlossen sind, zusammenzubringen. Es ist ein dynamisches Anfragesystem, implementiert auf Basis von Go und GraphQL, hochmoderne Technologien, die uns ermöglicht, dynamisch Anfragen zu stellen, die genau diesen automatischen Zusammenhang zwischen Datenquellen ermöglicht und implementiert. Sitzt im Cloud, kann aber beliebig on-premise gehostet werden. Und verknüpft alle Datensilos in den Unternehmen. Das ist letztendlich unsere Alternative zu Data-Silos. Wir schlagen nicht vor, dass Sie Ihre bereitstehende Datenbänke ablösen. Stattdessen schlagen wir vor, dass Sie die dynamisch miteinander verknüpfen müssen. Auf der Basis, auf der linken Seite, sehen Sie uns den Datenspeicher. Die IoT-Daten, die wir generieren, müssen ja persistiert werden. Und da kommen wir mit zwei Alternativen zu Ihnen. Wir nutzen Ihre bereitstehende HANA, wir implementieren eine neue HANA oder wir bringen unsere zeitreichebasierte Datenbank mit. On-premise oder im Cloud, das überlassen wir Ihnen. Und dann am Ende, die Smart IoT-Apps. Die Smart IoT Apps ist ein Runtime-Environment im Cloud, die uns ermöglicht, microservice-mäßig ihre Use Cases auf Basis von der IT-Connector erzeugten Daten zu deployen, zu entwickeln. Warum Smart? Smart, weil Basis unserer Arbeit im Bereich Smart Apps, im Bereich Microservices, sind maschinelle Lernkomponenten. IoT ohne maschinelles Lernen ist für mich sinnlos. Warum? Weil die erzeugte Datenmenge sind menschlich unbetrachtbar. Genau deswegen gibt es IoT und genau deswegen reden wir über einen Fortschritt in der Technologie. IoT erzeugt die Daten, maschinelles Lernen wertet die Daten aus. Es ist einfach ein idealer Zusammenhang. Weiter mit Use Cases. Jetzt wird spannend. An der Stelle ein großes Dankeschön an die Herren von Perlen Packaging. Ich glaube, die sind irgendwo hier im Raum. Die haben zwei hochspannende Themen mit uns mit sehr großer Motivation angegangen. Und das erste Thema, einstellen eine hochkomplexe Anlage, hunderte von Einstellparametern, jedes gleich wichtig, vielleicht, lässt man sehen. Wie kann ich die Maschine gut einstellen? Bisher greift jede Firma auf die Erfahrung der erfahrenen Maschinenführer. Die am meisten mit der Maschine was zu tun haben, sind diejenigen, die entscheiden können, in Echtzeit, als ein Auftrag kommt, wie die Maschine einzustellen ist. Funktioniert gut, aber nicht optimal und nicht national. Das wollen wir ja ändern. Wir wollen unterschiedliche Faktoren mit berücksichtigen, um genau einen Vorschlag an bestimmten Mitarbeiter von Perlen an der Stelle zu machen, wie die Maschine optimal jede Zeit, je nach variierenden Konditionen einzustellen ist. Wir saßen mit den Kollegen aus Perlen 1,5 Tage zusammen und haben entschlossen, dass das Geschäftsziel des Ganzen ist, nicht die Maschine optimal einzustellen, sondern dass die Maschine immer mit ausgezeichneter Qualität produziert. Und das Einstellen spielt eine eindeutige Rolle dabei. Was haben wir denn gemacht?
Wir haben bereitstehende HANA eingesetzt, als IoT-Datenspeicher implementiert. Wir haben dann unser IT-Connector eingesetzt im Cloud, in Sub-Cloud-Plattform implementiert. Diese verknüpft Daten aus dem EMS-System und der IoT-Datenbank und ist in der Lage, anhand maschinelles Lernen, ich komme später gleich dazu, wie das aussieht, Vorschläge zu ermitteln, was den Mitarbeitern dabei helfen, die Maschine dann anhand eines datenbetriebenen Ansatzes einzustellen. Was ist die Grundlage dafür? Wir haben als Geschäftsziel Qualität festgelegt. Wie misst man Qualität? Der erste Schritt bei unserer Implementierung, das Deployment einer Bewertungs-App. Drei unterschiedliche Stakeholders im Shopfloor sind ermöglicht, die Ausbringung der Anlage jedes Mal zu bewerten. Somit haben wir zwei Ziele erreicht. Trainingsdaten für unsere Systeme. Wir wissen, was gut und schlecht ist. Drei Ziele gleich. Zweites Ziel, wir sind in der Lage, ein quantifizierbares, festgelegtes Ziel für das Projekt zu setzen. Das sind anonymisierte Daten übrigens. Ich habe eine Ist-Situation und ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, wie die Bewertungen nach Implementierung der Applikation aussehen sollten. Und als Bonuspunkt, das Unternehmen selber muss sich nach innen blicken und muss entscheiden, was ist Qualität, wie bewerte ich Qualität, welche kostentechnische Gründe stecken sich dahinter, wenn ich Qualitätsstufe Skala 5 oder Qualitätsskala 4 produziere. Welche Algorithmus haben wir da eingesetzt? K-Nearest-Neighbor-Algorithmus. Wir haben ein Objekt, welches Status der Maschine definiert. Ein Status der Maschine ist für uns Status der Anlage zu dem Zeitpunkt, wo es produziert worden ist. Wir sammeln die Historie, verknüpfen mit Bewertungsdaten, gleichen gleichzeitig unterschiedliche Sensormesswerte ab, um im Endeffekt einen naheliegenden Punkt zu identifizieren, naheliegende zu den bereitstehenden, bereits von uns gemerkte, gute, BAT-produzierte Batches einer Anlage, um dementsprechend dann einen Vorschlag in Form von einer Liste von Einstellparametern zu treffen. Das Ganze ist in MS-CAD integriert. Die Maschinenführer drückt auf eine Taste. Jedes Mal beim Verbuchen eines neuen Auftrags. Dann poppt unsere cloud-basierte Applikation ab. Hier sehen Sie die Einstellparameter. Sie sehen die Ist-Aufnahme, das heißt, wie die Maschine gerade eingestellt ist. Was ist die ursprüngliche Rezeptur, was normalerweise S4HANA vorschlagen wurde, plus was ist unser Vorschlag mit der Abweichung, mit den Deltas. Wie validiert man so etwas? Das ist ein hochkomplexer Ansatz. Ist, was der Algorithmus ausspuckt, wirklich so? Sollte implementiert werden? Ich habe auch einen Validierungsansatz. Wir merken schon, wenn die Mitarbeiter die von uns vorgeschlagenen Einstellungen nehmen, dann sind die resultierten Batches näher zu einer golden sogenannten Batch. Wenn nicht, dann weichen die von Optimalität deutlich ab. Was noch haben wir als Ergebnis? Und auch bevor wir produktiv gegangen sind, wir sind beim Perlin Packaging gerade in einer Beta-Phase. Wir testen das immer noch. Wir wissen ganz genau, welche der Einstellparameter die wichtigsten sind. Und somit sind andere Bereiche innerhalb des Unternehmens informiert, wo sie im Bereich Konstruktion und Prozesstechnik mehr Aufwände einstecken sollten. Zweites Use Case. Und jetzt sehen Sie genau, wie kräftig unser Ansatz ist. Kunde ruft an und beschwert sich über mangelhafte Qualität. Das Produkt, was bei mir gelandet ist, ist nicht gut. Wenn Sie nicht in der Lage sind, innerhalb von Minuten zu der Ursache, maschinenbezogen, maschinenspezifisch zu landen, dann brauchen Sie unsere Leistungen, dann brauchen Sie unsere Plattform. Wie machen wir das? Semantische Suche, unterschiedliche Einstiegspunkte, eine Data Mining Tool. Vergessen Sie bitte nicht, die Daten aus den Maschinen, die IoT-Daten, sind jetzt mit Auftragsdaten zusammengehängt. Das heißt, ich kann hier einfach Produkt-ID an der Stelle Mutterrolle eingeben und lande sofort auf alle IoT-Datensätze, die mit der Fertigung, mit der Herstellung dieses Produkts verbunden sind, auf einem Bildschirm. Die Daten sind sortiert, die Datensätze sind eindeutig und klar. Ich kann die wählen, ich kann die einfach visuell erstmal verstehen. Was kommt demnächst? Wir stellen die Maschinen optimal ein. Wir wissen über die Historie des Systems Bescheid und können datamining-mäßig eine Ursachenanalyse betreiben.
In der Mitte fehlt was. Monitoringen, Vorhersagen ab. Ich überwache kritische Parameter im Laufe der Produktion, um sicherzustellen, dass die Qualität doch am Endeffekt stimmt. Das ist ein Prozessüberwachungstool, was wir gerade avisiert haben. Vorhersagen, was konnte schiefgehen anhand der eingestellten Parameter, der Umgebungstemperaturen, ankommendes Material, was konnte vermieden werden. Demnächst Energiemanagement ab. Energieverbrauchsdaten sind da. Wir wollen erstmal auch im Bereich Costing und Energiemanagement sie unterstützen. Wie sieht es mit den Verbräuchen der Maschinen aus? Was kann eingespart werden? Last- und Spitzenmanagement kommt dann demnächst. Unsere Vision ist am Endeffekt, alle Abläufe in einem Shopfloor mit IoT-Daten zu bereichern, zu ergänzen. Wir wollen in Richtung datenbetriebenes Unternehmen Ihnen mit IoT-Daten einfach unterstützen. Was haben wir dabei gelernt? Projekttechnik, Wasserfallmodell, vergessen Sie, würde nicht funktionieren. Kurze Iterationszyklen, viele Releases, Feedback holen, verbessern, deployen. AI lernt nie aus. Das heißt, Projekt kommt zu Ende, aber unsere Systeme werden besser mit der Zeit, weil sie mehr Daten konsumieren. Und Datensammlung und Aufbereitung am Ende des Prozesses ist das Wichtigste, der wichtigste Erfolgsfaktor. Wenn Sie nur 3 Punkte mitnehmen dürfen von meinem Vortrag, sind die 3 die wichtigsten, meiner Meinung nach. Unsere MyIoT-Plattform besteht aus 4 Komponenten. Vernetzte Anlagen, eine Komponente. Datenverwaltung und Speicherung. Maschinelles Lernen und Microservices in Form von Apps. Industrielles IoT ist nützlich, sobald sich Maschinendaten mit Geschäftsdaten einfach und schnell verarbeiten lassen. Und fangen Sie erst an mit der Definition Ihrer Business Value. Erst dann machen technologische Gedanken über die Technologie Sinn. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe ja tatsächlich 2 Fragen aus dem Publikum gekriegt, die möchte ich gerne gleich an dich weiterreichen. Die erste kann ich sogar selbst beantworten. Werden die Präsentationen im Nachgang zur Verfügung gestellt? Ja, das werden sie. Das war leicht. Und die zweite Frage, die geht an dich. Gibt es für die IoT-Plattform Standard-Apps für generalisierte Use-Cases mit sehr kurzem Deployment oder sind diese Apps immer kundenindividuell zu erstellen? Jein, die sind immer kundenindividuell, aber wir haben Templates, die wir schnell einführen. So ein bisschen Gefühl mitbekommen. Bei den Kollegen bei Perlen haben wir im Juli die Konzeptphase gehabt, bereits Anfang Oktober live gegangen. Das heißt, innerhalb von 2 bis 3 Monaten können wir es ONAP auf die Beine stellen. Okay, also wir arbeiten mit Templates, die dann immer kundenspezifisch angepasst werden. Genau. Jetzt haben wir in deiner Präsentation auch gesehen, da waren sehr viele Applikationen aus der Cloud angeboten. Wie verhält es sich, wenn ich noch keine klare Cloud-Strategie habe? Kann ich solche Szenarien auch mit On-Premise-Systemen aufbauen? Wir machen das beliebig. Also das heißt, wir betrachten erstmal Ihre IT-Landschaft und entscheiden da vor Ort gemeinsam mit Ihnen, wo es nachinvestiert werden sollte, wo es ausgerüstet werden sollte und welche Bestandteile Ihrer Datenspeicherungsstrategie bisher wiederverwendbar sind, sage ich mal. Insofern Sie HANA-Systeme vor Ort betreiben, nehmen wir die als die endgültige Datenlake, sage ich mal, alle IoT-Daten, sowohl alle Ergebnisse, die unsere Algorithmen dann zur Verfügung stellen. Und was mich persönlich noch interessiert, du bist ja doch ein bisschen tiefer auch abgetaucht. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Formen von maschinellem Lernen, die wir hier nutzen können. Welche Formen nutzen wir an dieser Stelle bei den Use Cases, die wir gerade gesehen haben? Also wir differenzieren zwischen, sage ich mal, 2 Hauptkategorien von maschinelles Lernen, so Klassifizierung und Regression. Wir sind stark im Bereich Klassifizierung unterwegs und da in Folge können wir zwischen 2 Haupt, sage ich mal, Kategorien unterscheiden, Supervised und Unsupervised. Supervised heißt, ich muss die Algorithmen trainieren, Unsupervised heißt, ich futter die Algorithmen mit Daten und schaue, was rauskommt. Ich habe eine Erfahrung mit beiden Kategorien. Wir haben so ein Baukastchen am Endeffekt entwickelt, was uns je nach Problemstellung in einem Werk bestimmte Modelle vorschlägt. Und die ist dann an so eine Trial-Error-Funktion zwischen 2, 3 Ansätze, die passen konnten, die wir dann iterativ probieren, bevor wir zu Ihnen mit einem Vorschlag kommen.
Gut, ich glaube, ich habe angekündigt, das soll kein oberflächlicher Vortrag werden. Das war es ganz bestimmt nicht. Vielen Dank für diese Einblicke und nutzen Sie die Gelegenheit, meinen Kollegen anzusprechen, wenn Sie hier weitere Informationen suchen. Dankeschön. Würde mich sehr freuen.